Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Hollow Knight. Wir befinden uns hier in der Hauptstadt. Mir ist der Name gerade entfallen und haben hier die ersten Schritte gemacht. Schon eine Statue eines Hollow Knights gefunden, der sich irgendwie geopfert haben soll, um den Fortbestand des Reiches hier zu sichern. Das ist zumindest das, was wir bis jetzt storytechnisch so mitgenommen haben. Ah, und jetzt sind wir hier. Wir waren vorhin schon hier auf der Seite des Fahrstuhls gewesen, konnten aber nicht hier durchgehen, weil die Tür nicht offen war. Und ja, schon wieder jemand. Ach, noch ein Händler. Gachel. Ei, ei, bist du auf der Suche nach seltenen Gegenständen? Finger weg, das ist meine Sammlung und ich verkaufe nicht an irgendwelche schmuddeligen Rumtreiber, Reliktsucher, Lem. Ich kann mir aber vor... Ach, Reliktsucher, vielleicht werde ich hier meine Sachen los, die ich hier eingesammelt habe. Und womit ich bisher nichts anfangen konnte. Ich kann mir aber vorstellen, dass du auf deinen Reisen auf viele interessante Gegenstände gestoßen bist. Willst du vielleicht einige davon loswerden? Ich biete dir für jeden ein Tauschgeschäft an. Die Antiquitäten nicht berühren. Meine Auslage steht nicht zum Verkauf. Wenn du aber auf deinen Reisen irgendwelchen interessanten Gegenständen finden solltest, könnte ich an einem Tausch interessiert sein. Komm zum Tresen und zeig mal, was du hast. Die Antiquitäten dieses Königreichs erzählen eine vergessene Geschichte, auch wenn sich nur wenige die Mühe machen, hinzusehen. Andere kommen her, nur um sich in den Träumen und Ruinen auszutoben. Pah! Plünderer und Diebe, verachtenswert. Denke, wir haben genug geredet. Relikte müssen geputzt werden, Texte müssen entziffert werden. Raus mit dir, das ist kein Museum. Ja. Gut, dann, dachte es mir schon fast, dass man diese Sachen hier verkaufen kann für ordentlich Asche. Die Frage ist nur, sollte ich es jetzt tun? Liest man sie alle zusammen, ergibt sich eine makabre Geschichte. Es scheint, das Schicksal war nicht besonders gut zu denen, die durch Heilands Nest geraten sind. Fällt er jetzt jedes Mal das Gleiche? Noch jemand, noch ein Journal eines Wanderers. Ich kann dir dafür nicht viel anbieten, aber sie sind nicht selten. Und ich denke, einen anderen Käufer wirst du dafür nicht finden. Na, hier wird schon interessanter. Boah. Jetzt könnte ich mir ja fast... Boah, wenn ich jetzt sterbe, in dieser ganzen Asche, dann muss ich richtig kotzen. Ich muss auf jeden Fall, ich hoffe, bevor noch irgendein Boss kommt, dass ich mal wieder reisen kann. Ein Siegel von Heilands Nest, was? Das ist sehr interessant. Kennst du die fünf großen Ritter des Königreichs? Das sind hoch angesehene Helden in Heilands Nest, die in die Annalen des Königreichs eingegangen sind, doch sie finden nur als Gruppe Erwähnung. Sowohl ihre Namen als auch ihr Aussehen scheinen aus der Geschichte gelöscht worden zu sein. Ihre Zeit ist schon so lange her, es wäre ein Riesenerfolg, ihre Identitäten herauszufinden. Boah, ich kann nicht mehr so viel leisten. Ach, ich sammle sie gerne, aber leider offenbaren sie nur wenige Informationen. Dennoch sind sie schön anzusehen und es ist nichts Falsches daran, etwas nur ob seiner Schönheit zu genießen. Ein Siegel von Heilands Nest. Was gibt's her? Hast du, wenn nicht, dann verlasse mein Haus. Noch ein Siegel von Heilands Nest. Ich habe gehört, da steht die Statue eines großen Ritters am Eingang der Stadt. Das könnte einer der großen fünf des Königreichs sein. Ich hätte selbst nachgesehen, aber das Tor ist schon lange fest verschlossen und der Weg drumherum ist wegen den ganzen wandelnden Hüllen einfach zu aufwendig. Und der gibt nochmal 800. Boah, jetzt habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ein Königsidol, was? Der König von Heilands Nest war ein geheimnisvolles Wesen, das von seinem Volk vergöttert wurde. Weil man den König so selten sah, wurde er durch diese Statuetten verehrt. Sie wurden von Meisterhand angefertigt. Nur wenige können heute solche Werke vollbringen. Sieht so aus, als hättest du keine Relikte bei dir. Wenn du welche findest, die im guten Zustand sind, bringe sie zu mir. Ich werde dir eine Menge Geo dafür geben. Ja, oh Gott, ich hoffe, das war kein Fehler. Das wäre echt bitter, wenn ich jetzt mal irgendwo endgültig sterben sollte. Und ich habe keine Ahnung, wo es hier irgendwo hingeht. Ne, hier bin ich reingekommen. Ach, die kommen hier nicht runter. Sehr praktisch. So, dankeschön. Achso, es ging hier sogar noch höher.
dachte, ich müsste da manuell irgendwie hochklettern und nach einem Geheimpfad suchen. Aber der Fahrstuhl ist auch freiwillig höher gefahren. Wow, wer bist du denn? Ein Lanzengardist, geflügelter Gardist von Heilands Nest, der mit einer Nagellanze ausgerüstet ist, stürmt auf Bedrohung zu oder wirft seine Lanze auf sie. Ja, das habe ich gerade schon festgestellt. Schon wieder eine interessante Geräuschkulisse hier. Wer macht diese Geräusche? Ach so, er lebte noch. Ich dachte, er ist tot gewesen. Tja. Irgendwie würde ich gerne meine Kohle loswerden. Erwähnte ich das schon? Oh, vor allen Dingen, genau, wegen so einem, wegen solchen Überraschungsmomenten. Das ist gerade echt nicht witzig mit 3200 Geo. Da könnte ich mir so viel von kaufen. Mensch. So, ich habe aus Versehen hier schon irgendeinen Hebel betätigt. Okay, hier wollte ich noch gar nicht so weit. Aber jetzt komme ich doch irgendwo aus, wo ich schon gewesen bin, oder? Ist jetzt irgendwie vercheckt? Wo bin ich denn hier? Doch. Doch, hier bin ich hergekommen. So. Achso, hier kam ich wahrscheinlich nicht durch. Das hat jetzt dieser Hebel da erledigt. Oh, Leute, hab ich mich erschreckt. Oh Mann, oh Mann. Ein ranziges Ei. Okay, ich habe ein zweites ranziges Ei gefunden. Ich bin begeistert. Oh ja, das sollte man vermeiden. So, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Das hier ist doch wahrscheinlich der Fahrstuhl, mit dem ich ursprünglich mal hier hingekommen bin, oder? Oben geht's auch schon wieder weiter. Interessant, hier geht's auf jeden Fall weit aufwärts in diesem Schloss. So, hier war ich schon überall drin an der Seite. Wo bin ich denn ursprünglich mal hochgekraxelt? War das hier? Ja, ne? Genau, doch, hier hockte jemand an der Wand. Das Ding habe ich kaputt gemacht. Ja, hier bin ich irgendwie mal ursprünglich hochgekraxelt. Und es ging ganz schön weit hoch. Hier bin ich irgendwie ursprünglich mal hergekommen. So. Okay, na. Boah, eine Karte wäre echt hilfreich. So, mal ein bisschen Zeugs hier farmen. Kann auch nicht verkehrt sein.
Da war ich überall drin. Okay, und jetzt geht er wieder runter, ne? Ja gut, dann gehen wir mal hier rauf. Dann denke ich, bin ich zumindest überall gewesen, wo ich sein konnte. Hier kommt so viel Licht her, es muss einfach schön sein. Ah, hier geht's erstmal nicht weiter. Eventuell schon, dass meine ganze Kohle mich ein bisschen nervös macht. Mann, wie müssen sich reiche Leute fühlen? Fühlen die sich auch die ganze Zeit so? Oh, es geht noch höher. Rubber! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so, das Ding holt nur den Fahrstuhl wieder runter, okay. Nein, eigentlich wollte ich rauf. Ich denke, das ist auch nur, um den Fahrstuhl zu holen. Oh, hier liegt eine Papierseite rum, oder? Ist das nicht eine Papierseite? Da müsst ihr doch irgendwo der Karten... Oh, Haro rumrennen. Klar. Übel. Ey, darauf war ich auch null vorbereitet. Jetzt muss ich verdammt aufpassen. Aber es müsste ja die ein oder andere Abkürzung drin gewesen sein, ne? War ich jetzt hier schon gewesen? Ja, ne? Ach so, ja, genau, diese Nachricht, ich erinnere mich. Obwohl, wenn ich diesen Karten-Haro irgendwann mal erreicht habe, ob dann der Abschnitt mit nicht reisen und nicht speichern können und so hoffentlich vorbei ist. Das wäre toll, wenn da noch mehr wäre. Sag mal, war ich hier schon? Das kommt mir alles so unbekannt vor. Kann das sein, dass das ziemlich weit unten war? Bin ich hier reingekommen? Boah, ich bin so verwirrt. Wo ist eine Karte, wenn man sie braucht? Ich bin gerade echt mega lost. Wo? What the fuck? Wo muss ich denn her? Hier komme ich nicht raus. Ich habe den Eindruck, ich bin nicht da, wo ich dachte zu sein. Musste ich unten irgendwo rum? Das kann doch nicht sein.
hier bin ich jetzt? Ich bin noch auf der komplett anderen Seite. Ach du Scheiße, ja, jetzt erinnere ich mich. Ach du Kacke. Oh, Leute. Das ist bitter. Gab's auf der anderen Seite keine einzige Bank. Oh nee, ernsthaft. Die Musik und so ist toll, aber das fuckt mich jetzt gerade doch ein bisschen ab. Okay, besten Dank. So, jetzt kommen wir direkt weiter. Ja, einfach geradeaus hoch hier mit dem Fahrstuhl, kann das sein, ja, ne? Okay, wenn man weiß, wo man ist und wo man hin muss, dann war es, glaube ich, doch gar nicht ganz so weit. Hier muss auf jeden Fall irgendwo eine Bank sein, aber ich schätze mal in der Reihe des Kartenhauses. Achso, hier oben war das Viech. Ich erinnere mich auch wieder. So, jetzt müsste ja eigentlich erstmal mein Geist auftauchen. Der hatte jetzt auch Priorität. So, mal einer weniger. Noch einer weniger. Oh, Gott sei Dank. Es war eigentlich gar nicht so schwierig gewesen. Wenn man darauf vorbereitet ist, aber klar, wenn man hier voll in die Überraschung reinläuft und nicht so hundertprozentig viel Leben hat, dann ist es halt richtig übel. Oh, die Karte naht, wenigstens das. Ein Automat mit dem Symbol einer Bank. Geo einwerfen. Ja, ich schwimme ja in Geo. Wie geil. Jetzt muss man auch noch für die Bänke bezahlen, aber immerhin, es ist eine Bank. Oh Mann, ja komm, gib du mir auch noch die Karte. Egal wie viel Kohle du haben willst, du kannst sie haben. Ist das nicht eine gelungene Abwechslung zu den sich windenden natürlichen Höhlen? Auch wenn der Regen dem Ganzen etwas Trauriges verleiht. Die Architektur ist einfach nur prächtig. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gedacht habe oder auch gesagt habe, es hat hier echt eine wunderbar melancholische Atmosphäre. Mit dem Regen, die Blautöne, die Musik. Da kriegt man so ein bisschen Herzschmerz bei. Oder vielleicht auch die ein oder andere Depression, je nachdem, wie man es sehen will. Ja, einen so einzigartigen Ort zu kartieren ist eine echte Herausforderung, aber ich habe sie gerne angenommen. Möchtest du vielleicht eine Kopie von meiner bisherigen Arbeit? Wie bist du überhaupt hingekommen? Hier war alles zu, Junge. Ich habe doch hier jetzt alles aufgemacht. Immerhin bist du nicht so teuer. Wir sind beide weit gereist, um an diesen großartigen Ort zu gelangen. Wenn ich schon bei diesen Gebäuden bin, sollte ich ein paar Mitbringsel für Iselda aufsammeln. Wir sind beide weit gereist. Ja. Ist es nicht herrlich? So, jetzt frage ich mich natürlich. Ja, die Sachen, wo man da rechts rausgehen kann. Welche das jetzt genau waren, wo ich schon war und so. So, sieht man hier? Doch, hier sieht man so einen kleinen Ausgang, aber er ist wirklich sehr klein, ne? Ich lasse die Markierung mal da. Okay, dann speichern wir hier nochmal mit Karte. Und laufen mal hier oben weiter. Ich wollte gerade sagen, der sieht genauso aus wie ich. Hey!
Pass auf, wohin du gehst, du nasser Vagabund. Ich will nicht von dir nass gemacht werden. Es ist schon schwer genug, trocken zu bleiben. Okay, du hast Probleme. Zote, ach, der ist der Ritter. Zote der Mächtige, der wollte sich doch mit mir anlegen, oder? Ich bin Zote der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Wenn ich beschließe, trocken zu bleiben, dann wird auch genau das geschehen. Verflucht sei diese elende Stadt. Ständig fallen Wasser und Monster von oben herab. Wundert mich nicht, dass dieses verdammte Königreich in den Ruin gestürzt ist. Aber der ist ja immer gut drauf, ne? Hast du sie gesehen? Die Wachen, die diese Stadt noch bewachen, sogar nach ihrem Tod. Humph. Sich seiner Aufgabe so übermäßig zu widmen, ist keine Tugend. Tja, eigentlich wolltest du mich kalt machen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, hast du gesagt, ne? Aber irgendwie scheint das sich anders überlegt zu haben. Ja, hier bist du gut. Super. Da hast du dich echt gut platziert. Oh, aber hier geht's echt schon wieder so elendig weit rauf. Ich hasse es. Ey, bleib doch einfach mal hier. Danke. Und hier schon wieder eins dieser lustigen Bäumchen. So, den Rundumschlag, den habe ich auch letztens irgendwann gelernt. Habe ich auch schon wieder verdrängt. Aber den finde ich auch nicht so mega nützlich. Ui! Oh. Ja, das sollte man auch nicht allzu oft machen. Wäh. Oh, nee. Ich mache erstmal, bevor ich irgendwas mache, mache ich mal das hier auf. Oh, komme ich hier wieder in die Pilzöle zurück? Über mir scheint eine Reisestation zu sein. Das werde ich auf jeden Fall nutzen müssen. Okay, hier hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber anscheinend gibt es hier keine großartigen Secrets am Rand. Also irgendwer macht hier schon auch komische Geräusche. Könnte allerdings auch über mir sein. So, dankeschön. Was haben wir hier? Ein einfacher Schlüssel. Oh, ah ja, doch, das war ich, wo ich gerade markiert habe. Da war so ein Spalt im Boden. Das wird dann wahrscheinlich aufgehen. Aber eigentlich möchte ich erstmal... Ich könnte schwören, dass hier oben auf der Karte eine Reisestation ist. Und da möchte ich auf jeden Fall hin und meine Kohle im Dorf ausgeben. Bevor ich hier weiter erkunde. Na gut, so ganz ohne weiteres kommt man erstmal nicht rauf. Da liegt auch noch was. Journal eines Wanderers, das bringt mir Kohle. Danke. Ne, da komme ich glaube ich nicht so ohne weiteres drauf. Okay.
So, und hier gibt es ein Bänkchen und eine Station. Sehr schön. Boah, Gott sei Dank habe ich meine ganze Kohle nicht verloren. Das freut mich ja doch dezent. Kurzer Schreckmoment war dabei. Aber ich konnte es noch retten. Einmal bin ich ja gestorben da vom Kartenmann. Aber ich konnte es noch retten. Ein Automat mit dem Symbol des Hirschkäfers. Geo einwerfen, auf jeden Fall. Achso, ich muss ja auch noch die Klingel drücken. Ding Dong! Hallo, mein Freund. Mal gucken, was du hierüber zu erzählen hast. Ich erinnere mich gut an diese Station. Es war eine häufig genutzte Strecke. Waren aus dem ganzen Königreich wurden hierher gebracht. Aber es wurde nicht viel in die andere Richtung zurückgeschickt. Begierig darauf, die Hirschkäferwege zu Na, Gott sei Dank. So, ist schon die fünfte Station. Station der Königin, Grünweg, Wegekreuzung und Mistmund. Dann werde ich erstmal meine Kohle ausgeben. Ich würde auch nochmal, wenn wir jetzt gerade schon wieder in der Nähe sind, auch mal wieder diesem Larvenraum einen Besuch abstatten. Und gucken, was man da noch so bekommt für sein Geld. Und dann ist es eigentlich auch schon soweit, denke ich. So, mal gucken, ob die Kartentruller noch irgendwelche neuen Markierungssachen oder so im Angebot hat. Du suchst du weitere Ausrüstung? Du hast doch schon so viel gekauft. Leider hast du für den Moment schon alles gekauft, was wir dir anbieten können. Cornifer wird sicher erfreut sein, auch wenn ich mich frage, wofür er all dieses Geo ausgeben möchte. Ja. Wenn ihr nicht wisst, wofür ihr es ausgeben wollt, dann könnt ihr es auch gerne mir überlassen. Da habe ich jetzt wenig Probleme mit. Und dann könnten wir eigentlich beim nächsten Mal auch mal ein, zwei dunkle Gebiete erforschen, ne? Ein Licht. Ja, ich möchte es einfach mal haben, weil es mir auch Progress in dem einen oder anderen Gebiet verhindert hat. Maskenscherbe, Gefäßteil. Ja, komm, gib mal her. Wo wir gerade schon hier sind und die Asche haben. Oh, cool. 2, 4. Jetzt habe ich ein 6. Dingen. Sehr schön. Und das ist direkt ein neues? Ne, das muss irgendwas anderes sein. Kriege ich noch eine weitere Kugel da oben? Oder was könnte das gewesen sein? Ja, komm, dann kaufen wir den jetzt auch leer hier für das letzte Zeugs. Na, du möchtest noch etwas kaufen? Werden dir dein Geo zu schwer? Was ist das denn für ein Deutsch? Leider hast du wohl alles gekauft, von dem ich mich trennen kann. Nichts mehr übrig. Ich glaube, da könnten ein paar alte Schmuckstücke in meinem Lagerraum sein. Ich habe aber leider vor kurzem den Schlüssel verloren. Ich fürchte, es gibt keine Geschäfte mehr zwischen uns. Zumindest fürs Erste. Geh nun und lass mich ein wenig Zeit mit dem Haufen Geo verbringen, den du hier gelassen hast. Ja, aus Versehen mal wieder abgeschossen. So. Jetzt muss ich einen Blick auf die Karte werfen. Na, da könnten wir auch nochmal gucken. Genau, da war der Raum. Ja, dann machen wir die beiden Sachen noch. Wir gehen einmal rechts uns nochmal den Eistempel angucken und links die Larven mal abgeben, beziehungsweise mal gucken, was wir für die Larven bekommen, die wir bis jetzt so gefunden haben. Und dann wird es auch langsam Zeit, denke ich. So, hier müsste ja dieser Tempel sein, ne? Hat sich hier irgendwas getan? Nö. Er ist jetzt nur markiert. Ja. Vielleicht, wenn wir das Äscherne Grab mal gefunden haben, wo ich übrigens nicht weiß, wo das ist. Also wir sind jetzt doch langsam da angekommen, bis wo ich gespielt habe. Ich glaube, irgendwie ein oder zwei Bosse habe ich, glaube ich, noch gemacht. Aber die müssen beide in dem Gebiet gewesen sein, wo wir jetzt sind, da in der Hauptstadt. Wie heißt sie denn nochmal? Stadt der Tränen. Ist auch ein geiler Name, ne? Es passt zur melancholischen Stimmung und zu dem Regen in dem Gebiet. Wahrscheinlich heißt es einfach aus dem Grund auch Stadt der Tränen. Okay, hier müsste jetzt mal ein bisschen was zusammenkommen, oder? Hallo! Die freuen sich alle, mich zu sehen. Ich wollte schon sagen, das war jetzt alles.
Ah, da kommt. Ah, cool, da kommt auch mal was anderes als Geo raus. Er schmeißt schon einiges an Geo. Noch mehr? So, das waren schon mal wieder 330. Und so ein Ding für meinen Lebensteil, ne? Ja, sehr schön. Schon wieder 1 von 4. Mehr Leben kann ja nie schaden. Guti, aber ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt auch. Und ich weiß noch nicht, Stadt der Tränen oder ein, zwei dunkle Gebiete. Ich weiß nicht, was wir beim nächsten Mal machen, muss ich mir noch überlegen. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal angehen. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.